Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Star Citizen. Ja, ich stehe wieder vor meinem Prowler Baby und hab mal wieder Bock, ein bisschen Piu Piu zu machen. Hab auch schon eine ECN angenommen, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil auch mit Schießen lässt sich Geld verdienen und ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen mehr so der Typ, der gerne mal unterschiedliche Dinge tut. Jo. Also es gab wieder ein paar Mini-Patches zwischendurch. PTU ist mal offen, mal nicht. Immer mal kurz, mal für Evocati, mal Open for All. Das ist im Moment alles schwer zu deuten. In den Leaks ist auch so einiges durchgesickert. Zum Beispiel eine Farbe Gelb, was ich gar nicht so toll fände. Oder aber auch schon Eingänge zu diversen Messen und ja, ich bin mal gespannt, was uns da so erwartet dieses Jahr. MSR lässt immer noch auf sich warten, obwohl sie eigentlich fertig ist. Aber ja, nun denn. Ich denke mal, wir sehen sie erst zur IAE. So, wie gesagt, ich habe schon eine ECN angenommen, eine 10.000er. Von daher schauen wir doch jetzt gerade mal, wie wir am besten so zu der kommen. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ah, da ist sie. Okay, gehen wir erstmal, fliegen wir erstmal dorthin. Ja, gestern Abend gab es ja auch ein neues Inside Star Citizen. Da wurde ein neues HUD fürs Mining vorgestellt. Und dieses HUD ist mal absolut genial. Also ich hoffe so sehr, dass das bald ins Spiel kommt. Das wäre absolut genial. Ihr wisst ja, so Mining ist ja so mein, ja, das, was ich so am meisten tue. Weil es mir auch einfach am meisten Spaß macht. Es ist entspannt. Man hat keinen Stress. Man braucht halt nur die Zeit dafür. Aber man hat danach auch am meisten Kohle. Ja, aber auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn das halt möglichst schnell ins Spiel kommt. Weil das ist ja mal ultra nice. Wer es noch nicht gesehen hat, angucken Inside Star Citizen von gestern Abend. Absolut mega. So, jetzt schauen wir mal, wo man hin müsse. Nur wie gesagt, also gelbe Schiffskins, also gelb. Huch. Gelb ist not so mein. Ich meine, es kommt auf das Gelb drauf an. Wenn das so ein Gelb ist, was so ein bisschen dunkler ist, mehr so ein Sonnenblumengelb, das finde ich schick. Aber wenn das so ein Pippi-Gelb ist, oh, ich weiß nicht. Dann haben wir später alle eine DHL-Carrack. Yay! Na, mal schauen. Lassen wir uns überraschen, das sind ja auch alles noch keine festen Informationen, wie gesagt. Das sind Leaks, die durchsickern, aber ja, sind halt Leaks, ne? Nichts Genaues weiß man nicht. Aber der Mensch ist ja von Grund auf neugierig. Oh, ich muss die Brawler noch umstellen. Schnell! Was haben wir denn hier? Eins. Zwei. Na? So. Dann müssen wir noch mal kurz in die Weapons. So. So. Check. Perfekt. Oh. Dann nähern wir uns mal dem Feind, den wir jetzt super sehen in der Sonne. Das finde ich jetzt so ein bisschen kontraproduktiv. Aber wir gucken erstmal, wen wir beschützen sollen. Wen gegen was? Also die ECN-Alerts mache ich echt mittlerweile am liebsten, muss ich sagen, ne? Und am geilsten ist natürlich, wenn man eine nach der anderen
machen kann. Also da kann man auch ganz gut Geld verdienen mit, tatsächlich. Nee, das ist der falsche. Help me, please, I'm under attack. Ja, wir helfen dir. Beziehungsweise ich helfe dir. Naja gut, meine Prowler hilft dir. Ich sehe nichts, ne? So. Machen wir die nächste. Ah, schon wieder gegen die Sonne, ey. Komm. Komm mal ein bisschen näher. Und für die gilt ja auch, dass sie keine Raketen schießen können, wenn sie zu weit weg sind. Deswegen immer schön. Ja, gut. Vielleicht nicht ganz so nah ran. Aber wenn sie so möchte, why not? Muss man immer mal ein bisschen Pause machen, ihr wisst ja. Was schaukeln sie sich denn jetzt so auf? Sonst wären mir ja mal schnell die Geschütze zu heiß. Na, die packt aber ganz gut was weg. Wollte ich gerade sagen. So, da ist der nächste Feind. Die kommen halt schön nacheinander. Finde ich angenehm. Okay, die kam jetzt nicht weit. Oh, da kann sie ja nichts mehr. Oh, das ist, was man protecten soll, ne? Oh, da kommt noch jemand. Ohne Fahrschein. Also das hier ist eigentlich auch entspannt. Wenn man im richtigen Schiff sitzt. Yeah. Jetzt. Na? Oh. Bitte gern geschehen. I hate to say this, but you don't think you can win, do you? Yeah. No problem. Gern geschehen. Ja. 10.000 Reicher. Oh, das sieht nice aus. Yeah. So, eins geschafft. Jetzt gucken wir gerade mal, ob wir noch eins haben. Mal ein paar Fotos gemacht, ne? Brauchen ja auch noch ein Thumbnail, ein schönes. Oh yeah. So, gucken. Haben wir noch was? Haben wir noch was? ECN? ECN? Yeah. Oh, nur eine kleine. Egal, besser wie nix. Danach haben wir vielleicht wieder eine große zur Verfügung. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? So, düsen wir mal hin. Oh, jetzt habe ich die falsche Map aufgemacht. Nein, das war falsch. Da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Ich will nicht zu Hull 1. Ich will. Manchmal gerade im Moment. So. Wir wollen dahin. Genau dahin. Ist immer so cool, wie der Schrott sich daneben dreht, ne? Obwohl, sowas geht natürlich auf die Software-Performance. Noch. Später soll dieses Zeugs ja dann, beziehungsweise nicht dieses, aber die explodierten Schiffsteile dann ja recycelbar sein. Dank Vulture und Reclaimer. Die Vulture werde ich mir wahrscheinlich holen. Aber ich bin gespannt auf das Gameplay. Also ich hätte das Gameplay gerne bald im Spiel. The Salvage.
Das wäre auch nice. Das ist, glaube ich, auch was für mich. Mining und Salvage, das ist so meins. So als Krankenschwester sehe ich mich irgendwie nicht. Wirklich. So. Ja, wir haben jetzt Samstag. Beziehungsweise, wenn die Folge rauskommt, ist Samstag. Ich nehme es Freitagmorgen auf. Aus zeittechnischen Gründen. Aber heute Abend und Nacht kann ja auch noch viel passieren. Von daher bin ich mal gespannt, ob heute Nacht noch irgendwas passiert. Oh, das wäre so nice. Ich freue mich schon so auf die IAE und überhaupt auf alles. Protect. Ja, ist ja gut. Ja, kein Grund zur Panik. Ja. Alles gut, entspann dich, Freund. Na nü? Was ist denn das jetzt wieder hier? Ein Mückenschiss. Du kannst aufhören zu schießen. Ah, okay. Hallöchen von hinten. Das ist aber nicht nett, mein Freund. Sowas macht man nicht. Das ging ein bisschen dolle schnell, wa? Nächster bitte. Nobin ohne Fahrschein? Da. Das war schon? Ja gut, es war halt nur eine 4000er, ne? Ja, gern geschehen, kein Problem. Ich kümmere mich jetzt um den nächsten, okay? Puh. Haben wir noch jetzt? Oh, wir haben keine. Sollen wir noch eine Bounty machen? Richtung Aberdeen, ja, super. Bin froh, wenn ich nicht bei Aberdeen bin. Ihr wisst warum. Clasher und so. Obwohl, ich war schon lange nicht mehr, also ich will es jetzt nicht verschreien, aber ich war schon lange nicht mehr in Clasher zu Besuch. Und das ist gut so. Juhu, Neutralizer Bounty. Aber es ist nur eine kleine Bounty, ne? So eine Mini-Einser-Bounty. Ne? Ach Gott. Ja, egal. Echte Bounties mache ich nicht, das wisst ihr ja. Ich bin kein PvPler und werde es auch nie werden. Ist not mine. So. Wir düsen mal dahin. Aber das macht halt auch Spaß. Wir haben jetzt auch schon 14.000 und 15.000 Ocken. Haben wir oder nicht haben, ne? Wie gesagt, vielleicht kriegen wir danach wieder eine ECN. Also die Bounties nehme ich tatsächlich zwischendurch nur, um mir die Zeit zu vertreiben, bis wieder eine ECN-Mission verfügbar ist. Und dann ist mir eigentlich auch egal, welche Bounty das ist. Ja, wir schießen nämlich jetzt nur dreimal und dann ist der eh Geschichte. So, das war's. Also eigentlich lohnt der Weg nicht, aber wie gesagt, das ist mal schnell verdientes Geld. Ach so, wir haben ganz vergessen. Wichtig, meine Schuld jetzt. Call to Arms anzumachen. So. Moment, Call to Arms brauchen wir aber nicht zu tracken. Untrack. So, immer noch keine ECN-Mission da. Ah, dafür aber ein Dreier Bounty mit 5000. Das ist okay. Das ist schon eher was. Ah, können wir auch direkt hindüsen. Und wie ihr feststellt, überraschend bugfrei das Ganze im Moment.
Weil oft kommt man ja auch zu den, ich will es jetzt nicht verschreien, aber zu den Bounties oder zu den ECN-Alerts und da ist dann nichts. Aber im Moment läuft. Läuft, läuft, läuft. Müssen wir eigentlich mal 1000, 15.500 haben wir jetzt. Ach so, ich habe sie noch nicht. 15.500, dann haben wir 19.500. So. Jetzt aber. Jawohl, ja. Wie gesagt, mit der Brawler macht das Spaß. Wenn ihr das Loadout wissen wollt, kann ich euch gerne mal oben verlinken. Wenn ihr oben rechts jetzt auf das i drückt, dann kommt ihr direkt zu der Folge, wie meine Brawler ausgerüstet ist, um so zu kämpfen. Wie wir gerade kämpfen. Ja. Also ihr seht, Was? So, ihr seht, also wir haben jetzt direkt auch noch 500 dazu gekriegt. Also sind wir jetzt schon bei 15.000. Plus nochmal 4.000 fürs Bounty. Sind wir jetzt bei 19.000 mehr? Nee, ich habe schon wesentlich mehr. 25.000. Tatsächlich. Weil ich habe bei 3.300 angefangen. Das weiß ich. Bei 3 Millionen 3.000 angefangen. Ja, dann sind wir schon knapp bei 25.000 und das in kurzer Zeit. Immer noch keine. Ja, es ist ein Vierer. Wollen wir probieren? Aber ich kann euch nicht versprechen, ob ich den schaffe. Let's rock'n'roll. Oh, der ist sogar hier in der Nähe. Also wie gesagt, also der Vierer, gucken wir einfach mal, was da jetzt so kommt. Vierer habe ich tatsächlich noch nicht großartig gemacht. Schauen wir einfach mal. Ob wir den schaffen oder ob wir den schnellen Weg nach Everest Harbor nehmen. Ja. Ist immer doof, wenn man kaum was sieht. So, jetzt. Oh. Ich fühle mich gerade ein bisschen. Kann gerade nicht so schießen, wie ich gerne möchte. So, Target ist destroyed. Okay, also das, den wir destroyed sollten, der ist destroyed. So. Unsere Schilde halten. Ich muss mir angewöhnen, immer mal ein bisschen Pause zu machen. Okay, nächster. So, einen haben wir noch irgendwo noch. Ach, da. Direkt neben mir, weißt du, und sagt kein Ton. Sag doch Bescheid.
So, und noch mal 1000 dazu für Call to Arms. Das ging gut. Ups, das wollte ich nicht. Ich will eigentlich einfach nur. Genau. Nein. Mach ihn auf. Ja, also ihr seht. Läuft. 36.000 in 20 Minuten. Wäre ja cool, wenn wir dann 36.000 oder 40.000 noch voll kriegen würden, wa? Komm, den machen wir noch. Im Moment ist ja sonst nichts zur Auswahl. Wie gesagt, das andere ist eine menschliche Bounty, die mache ich nicht. Also, wem das Spaß macht, der kann das gerne tun. Ich denke mir auch, dass es Spaß macht. Aber mir geht es ja hier primär ums Geld verdienen. Ja, so. Und wenn wir jetzt natürlich denjenigen, der lässt sich ja nicht einfach so abschießen wie die hier, ja, sondern ich habe auch ganz viele, die dann einfach flüchten, flüchten, flüchten. Und da jagst du stundenlang hinter denen her, bis du die hast. Und da habe ich keinen Nerv zu. Also da ist mir die Zeit zu schade für. Wie gesagt, weil ich will Geld verdienen. Und die halbe Stunde, die ich den jag, habt ihr ja mitgekriegt, in der halben Stunde haben wir hier die 40, 50.000 verdient. Ja. Und das ist das einfach, was mich von den echten Bounties auch abhält. Dass die natürlich nicht so einfach nachgeben. Plus, dass die natürlich nicht ganz so einfach zu erschießen sind. Weil ist ja keine KI. Die lassen sich nicht so bereitwillig über den Haufen schießen. So, jetzt machen wir die noch. Die ist ja hier kurz und schmerzlos. So, da haben wir auch schon den Kontakt. So, erster weg. Zweiter weg. Das war's. Und nochmal 700 zu für Call to Arms. Nee, es kommt im Moment leider und im Moment ist auch nur noch er. Von daher, richtige Zeit aufzuhören. Wir sind jetzt auch schon bei 23 Minuten. Und haben quasi in 20 Minuten 35.000 gemacht. Das ist okay. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wenn euch das Spiel interessiert, könnt ihr euch gerne mehr informieren auf der Seite robotspaceindustries.com. Dort könnt ihr euch völlig kostenlos registrieren und wenn ihr bei der Registrierung meinen Referral-Code angebt, beides findet ihr in der Videobeschreibung, sowohl den Link zur Seite als auch meinen Code, dann erhaltet ihr in-game 5000 Credits gutgeschrieben anstatt nur 1000, wenn ihr euch das Spiel zulegt. Und wie gesagt, ich verlinke oben nochmal das Video, wo ich die Prowler ausgestattet habe und wie ich sie fliege und das Loadout, mit der ich kämpfe. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal im Verse mit einer MSR oder ohne, I don't know. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, schönen Sonntag, bleibt gesund, eure Shazadi. Ciao, ciao.